Das Bauernkickboxen hat zugeschlagen, würde ich sagen. Und damit herzlich willkommen zum Stahl MMA Podcast und unserer Reaction zu NFC 15. Freunde, wir sehen zwar nicht ganz so beschissen aus wie das letzte Mal, als wir reagiert haben, aber es ist später. Mir geht's aber deutlich besser, muss ich sagen. Ja, Ja. es ist 3:02 Uhr, aber wir nehmen natürlich keine Hürden oder wir nehmen jegliche Hürden in Kauf, um euch gleich am Frühstückstisch hier unser Input zu geben zu der Fight Card und hoffen, dass wir das jetzt so frisch wie es geht zusammenbekommen. Wir sehen vielleicht nicht so müde aus, aber unser Kopf ist natürlich schon ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, NFC 15, was ein Event. Vor allem jetzt, Das kann man so sagen. wenn man die Fight Card im Kopf hat. Also wow. Florim Sendeli, der neue Weltergewichts-Champion. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Florim. Herzlichen Glückwunsch, Herzlichen Florim. Glückwunsch ans Planet Ita. Genau. Ja, was soll man sagen? Ich bin überrascht gewesen in der ersten Runde. Ich hätte nicht gedacht, dass Florim so dominant kämpft Brutal. und dass von Holodenko so wenig quasi kommt. Und was das Überraschende war, dass Florim im Striking der Stärke von Holodenko ihn dominiert hat. Oder ihn Also es war gekämpft nichts hat, ja. Kleineres als eine absolute Vorführung von ihm. Das war schon echt brutal stark. Also so stark habe ich Florim auch noch nicht gesehen. Sehr, sehr schlau gekämpft. Also echt exzellenter Gameplan. Zum Ende der Runde, egal in welcher Runde, den Takedown geholt, das auch spielend leicht. Also ich war erschrocken. Das war echt. Ich glaube, damit haben die wenigsten gerechnet. Ich glaube, die meisten haben echt Holodenko als Favoriten gehabt. Wir wussten es vorher, denn unser Pick lag richtig. Florim, neuer Champion, Daniel. Was sagst du zum Kampf? Unglaublich. Also Florim hat es auch in der Post-Fight-Analyse oder Post-Fight-Analyse, aber im Post-Fight-Interview gesagt, hat da die Raffinesse von Peter Sobotta auch an dieser Stelle, beste Grüße, nochmal herausgestellt, hat die ganze Zeit gesagt, Gameplan, best Coach, und dass er es aufgestellt hat, Peter Sobotta. Mann. Und es war perfekt. Also man muss sagen, Extrem schlau gekämpft, die ne? einzige Blessur, die Florim hatte, war am Fuß, und das nur, weil er die ganze Zeit Holodenko hart getroffen Ja, hat. safe, aber wer weiß, wie die Wade, das Schienbein von Holodenko mittlerweile Also aussieht, das meine also. ich, Holodenko war fertig. Ob es das Gesicht ist, sein linkes Bein, die Calf-Kicks haben extrem gut funktioniert. Extrem gut, ja, vor allem in der ersten Runde. Echt gut Schaden gemacht in den ersten Minuten schon, ja. Und vor allen Dingen, was ich hier herausstellen muss, Florim hat seine Lehren aus dem letzten Kampf gezogen, sehr ruhig gekämpft, abgeklärt gekämpft, Kontrolliert, sehr, sehr kontrolliert, ja. kontrolliert. Es war allgemein ein sehr, sehr starker Auftritt, wirklich. Nach der ersten Runde wusste ich schon, boah, das Ding geht an Florin. Holodenko war gebrochen. Also nach der ersten Runde war das Ding mehr oder weniger durch. Ich hatte nicht das Meinst du Gefühl, ehrlich gebrochen? also gebrochen in dem Sinne von, der wusste, hä, der dachte, was ist jetzt los? Also das Ding ist halt auch das psychologische Riesenvorteil, wenn du innerhalb von ein, zwei Minuten schon eine Schwachstelle oder so eine, wie sagt man, eine Kerbe aufgemacht hast beim Gegner, wie zum Beispiel diese Ja, Calf-Kicks. safe hast du recht. Egal was passiert, und es ist ein Fünf-Runden-Kampf, im Notfall beiße ich auf die Zähne, hau zwei, drei harte Calf-Kicks, und die Dynamik des Kampfes verändert sich immer wieder, Ja. weil die Blessuren waren extrem. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es den meisten auch aufgefallen, im ersten Kampf hat Holodenke, haben wir glaube ich auch in unserer Analyse gesagt, extrem selber gute Calf-Kicks gelandet. Sendeli, und das siehst du selbst international selten, hat es geschafft, die Calf-Kicks zu blocken, indem er das Schienbein die ganze Zeit schnell so nach außen gedreht hat. Justin Gaethje hat damals so ein Tutorial gemacht als einer der ersten, und das hat Sendeli perfekt umgesetzt. Und also wirklich, also im Stand geflowt, ob es das nicht nur die Kicks war, dann auch die Knie, mit denen er sehr gut durchkam, Ja, die Geraden, die richtig gescheppert die haben. Hände kamen auch gut durch, ja, Mann. Also Ich war echt erschrocken. stabiles Bauernkickboxen, kann man so sagen, ja. Ja, vielleicht noch andere Geschichte zu dem Kampf. Ich hoffe, dass Holodenko natürlich nicht nur kämpferisch viel mitnimmt, sondern sich auch vielleicht charakterlich da weiterentwickelt. Vielleicht vor den Kämpfen nicht irgendwie große Töne spucken oder beleidigend werden, wenn man dann keine Leistung bringt. Das wirkt im Nachhinein halt echt doof. Ansonsten, er war eigentlich ein Kämpfer, der mir sympathisch war, aber durch sowas kann man sich halt schnell bei einigen Fans ins Ausschießen. Kann ihm am Ende auch egal sein, ob ihn jetzt drei Leute mehr mögen oder nicht, aber
Digga, bring deine Leistung, wenn du große Töne spuckst. Also das ist jetzt nicht nur auf ihn bezogen, sondern allgemein. So, weißt du, das ist aber eine andere Geschichte, zumindest jetzt nicht direkt zum Kampf. Also ich muss sagen, ich verstehe den Aspekt der Vermarktung und dass du auch, manche brauchen das ja extrem, wie Benny Bayrami zum Beispiel, der sagt, ja, ey, ich muss so ein Kriegsbild abhaben, damit ich muss Emotionen haben. Ja, genau. Vielleicht brauchen das manche. Ich sage aber ganz klar, geh auf die Person ein und nimm da nicht irgendwelche, keine Ahnung, also bezieh dich aus Kämpfen, lass es außen drumherum weg, ob das was weiß ich was ist. Und was mich eher frustriert hat oder enttäuscht hat, also kann ihm egal, das ist mir eigentlich auch scheißegal, aber das kam halt sehr uncool rüber, muss ich ehrlich sagen, das Verhalten nach dem Kampf. Mhm. Also meiner Meinung nach. Weißt du, davor kann man immer viel labern und ist immer alles ein bisschen verbissen, aber danach, vor allem wenn du 3 Runden lang so dominiert wirst. Digga, er wurde komplett hops genommen, mal ehrlich. Komplett. Also klar, wir haben natürlich die Planet Eater Brille auf. Und ja, aber der, es war jetzt, Florian ich, viel, aber war, das war ist, Florian einmal in einer Gefahrensituation? Nicht einmal. Und wir haben ja mit mehreren Leuten geguckt, die jetzt auch, die mit MMA nicht, die neutral haben, da reinging. Also Holodenko hätte da mehr oder weniger Charakter zeigen können. Kein guter Verlierer an der Stelle. Null. Also wirklich, das hat mich. Und da zu sagen, ja, der Cut hat mich, selbst Marc Bergmann, der ja sehr politisch an die Sache eigentlich immer rangeht, hat zu ihm gesagt, ja, aber Punktzettel, und es war jetzt nicht nur irgendwie der Cut an der Lippe, der den Kampf beendet hat, sondern er hat auch gesagt, ey, das war 3 Runden. Was war seine Antwort darauf? Ich bin direkt nach Abpfiff abgehauen. Ich musste zur Arbeit, deswegen treffen wir uns jetzt auch erst so spät. Kriege ich auch nicht mehr zusammen. Ja, aber der Cut hat dazu geführt, dass der Kampf abgebrochen wurde. In der 5. Runde hätte ich ihn getappt. Ja, so ungefähr. Das gerade alles zum Plan. Ja. Also, keine Ahnung. Es geht jetzt auch null darum, auf einen Gegner, der verloren hat, irgendwie so einzudreschen. Das meine ich gar nicht. Dies Kämpferische ist eine Analyse und es ist ja nicht schlimm, dass er verloren hat. So, weißt du, das Leben geht weiter und es ist, ne, so. Jeder verliert mal. Ja. Aber es geht um die Art und Weise und dann dieses, ey, kommt ihr kleinen Albaner, darüber zu gehen, die provokant in die Ecke. Also, ich glaube, er hat sich damit keinen Gefallen getan. Ja, so. Und vor allem, wie gesagt, klingt jetzt sehr einseitig, ist es auch. Zendeli in dem Post-Fight-Interview hätte er eigentlich jedes Recht gehabt, sein Maul aufzumachen, richtig große Töne zu spucken und zu sagen, hier, Holodenko, Bauern-Kickboxen, ich habe dich 3 Runden im Stand dominiert, du hast nicht einen Takedown verteidigt, ich habe dich am Boden kontrolliert, er hätte alles sagen können und er hat Holodenko Respekt gezollt. Und ich das muss sagen, er zeigt Charakter. Ich habe Florim als sehr respektvollen Menschen auch kennengelernt, der ist wirklich Sportler durch und durch. Also wirklich, Was denkst du, wie geht's weiter? Wen kämpft Florim als nächstes? Titelverteidigung gegen wen? Da jetzt, wo wir hier die offiziellen Matchmaker sind. Ja, ich danke nochmal an den Kommentar in unserem vorherigen Video oder so. Da hat auch einer geschrieben, Nebenjob NFC Matchmaker. Ja, das wäre auf jeden Fall lustig. Wir als jetzt in unserem inoffiziellen Nebenberuf, die haben ja ich habe den Namen jetzt nicht parat, den Afghanen. Aus dem Kampf davor. Aus dem Co-Main-Event, ja. Genau, der in Hamburg trainiert. Da irgendwie so mit reingeworfen. Der sehr, sehr stark aussah. Der hat echt richtig gut performt, ja. Die Frage ist jetzt natürlich, und eigentlich bin ich immer ein sehr großer Freund davon, rein nach Leistung zu gehen. Er hat jetzt nur einen Kampf gehabt, glaube ich. Also ich habe den davor, ich habe den davor jetzt nicht wahrgenommen. Sah zwar extrem gut aus, aber trotzdem, das war jetzt der Kampf. Und die Vermarktbarkeit ist, weiß ich nicht, ob NFC, weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt die größte deutsche Organisation bist, Florim spricht ein gebrochen Deutsch, dann noch einen, der nicht perfekt Deutsch spricht. Nochmal, das ist jetzt kein Grund, den Kampf nicht zu machen, aber ich sag, ich würde dann verstehen, dass NFC versucht, da jemanden reinzuholen mit größerem Vermarktungspotenzial. Hast du da wen im Kopf? Im Welterweight? Ich muss sagen, Nosso Pedro hat wieder gewonnen. Auf derselben Card. Gegen Cruz. Ja, stimmt, ja.
Das habe ich nicht erwartet, aber hat das. Aber da muss man auch sagen, also wie gesagt, wir hatten auch viele Kumpels dabei, die jetzt nicht gerade nicht Grappling-affin sind, die fanden den Kampf langweilig. Aber Pedro hat auch gesagt, er musste quasi den Kampf so gestalten, weil er einen wichtigen Sieg Ja, holen safe. musste. Verstehe ich dann auch irgendwo, weil es vielleicht auch nicht der zuschauerfreundlichste Kampf, aber Vorgeschichte mit Sendeli ist da. Hatten schon mal gekämpft, Sendeli hat ihn der stimmt, ausgenockt. das wäre interessant, ja, safe. Ne? Früher war ja immer Dulatov im Raum. Es gibt noch einen Akipa, der ein sehr guter Kickboxer ist, der auch bei Glory gekämpft hat. Ich glaube, kämpft der 77? Ich glaube, der hat mal gegen Tony gekämpft. Ja, Bei GMC Tony damals. Sippers, Das ist da, ja, das ist da, wo er ja. Ah, hochgeholt wurde von Nordin genau, ich Askren. erinnere mich, ja. Aber ich glaube, kämpft der 77? Ich glaube, der kämpft 77. Mittlerweile, weil Holodenko hat ihn auch herausgefordert. Mal. Und dementsprechend, weißt du, müsste es ja eine Gewichtsklasse sein. Ich bin Habe ich. gespannt, was NFC sich da einfallen lässt, auf jeden Fall. Ich habe jetzt Und Nakiba hat auch nicht schon direkt stark jemanden im performt. Kopf. Also vielleicht wäre es Nakiba, was cool wäre, noch so Petro auch. Und den Afghanen, also ich würde ihn, und ich meine das nicht böse, das heißt jetzt nicht, dass er nie einen Titelkampf bekommen sollte, aber nach einem Kampf noch nicht. Und die haben ja jetzt die Möglichkeit, ihn cool zu vermarkten, NFC oder Fighting. Ja, safe. Vermarktet den cool, macht eine Hood-Story, packt den, oder es gibt genug Ja, Formate, wie man ihn cool darstellen kann, dann wird er vielleicht noch interessanter für die Allgemeinheit. Mann. Und Alter, Elvis, das Avis ist ist auch jetzt, schon wach. also der Hahn kräht um kurz nach drei. Zwischen 3 und 4 legt er mal los, Ja, perfekt. ja. Hast du sonst noch einen, den wir vielleicht vergessen haben? Welches Gewicht? Tatsächlich nicht, aber ist jetzt auch nicht die Gewichtsklasse, in der ich mich so gut auskenne, zumindest nicht in Deutschland. Falls wir ihn mal groß vergessen haben, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Aber es ist brutal. Also dieser Kampf, also ich hätte War auf jeden Fall auch ein niemals geiler so damit Kampf zum gerechnet. Zugucken, hat Spaß gemacht. Richtig gut. Wie fandest du generell die NFC 15 Card? Man muss, also meiner Meinung nach, die haben natürlich versucht, noch das Beste da rauszuholen, aber man hat schon die zwei, also weil wir einfach Lust hatten, also gerade der Lascher-Kampf, dass der ins Wasser gefallen ist, das hat schon so ein bisschen die Stimmung getrübt, oder? Ja, safe sehe ich genauso wie du und liegt natürlich nicht in der Hand des Veranstalters. Ansonsten die Fight Card war okay, aber jetzt auch nichts Krasses, wo ich sage, boah, muss man unbedingt gesehen haben. Natürlich der Titelkampf als solchen sollte man sich geben, wenn man deutschen MMA feiert, aber weil wir haben gequatscht oder ich ziehe mal gerne Vergleiche zwischen der The Cage NFC-Veranstaltung in Magdeburg, weil wir halt da auch live waren, beziehungsweise ich habe sogar kommentiert und wir haben uns mit den Jungs da viel auseinandergesetzt. Das Coole bei der Veranstaltung war, dass die ersten vier Kämpfe Amateurkämpfe waren, aber das waren alles schon Amateurkämpfer, die Niveau. Erfahrung haben, die sehr, sehr gut gekämpft haben. Und da hast du teilweise zu Beginn Profikämpfe gehabt, wo du gesagt hast, boah, ich glaube, die Amateure, die bei The Cage die ersten Kämpfe gemacht haben, die würden denen einen besseren Kampf bieten, Ja, so ja, weißt du, oder ja. die würden ein, zwei Profis davon auch schlagen. Ich. War jetzt kein Müll, so will ich es nicht sagen, Nee. aber vielleicht vom Niveau her hätte man da noch was Besseres auf die Beine Ich. stellen können, aber am Ende ist auch immer alles leicht gesagt, so weißt du, ich will mich hier Ey. nicht so großartig aus dem Fenster lehnen. Ey, das ist ja auch erstmal völlig so, ohne dass wir Vorahnung haben, unsere Meinung. So, wir haben jetzt keine genaueren Infos und ich glaube, Matchmaking. Und dann auch so ein Event auf die Beine zu stellen, ist schwer. Vielleicht kurz ein paar Kommentare dazu. Karatayev hat mir sehr gut gefallen, den ersten Kampf Der gemacht Kampf war hat. schön, ja. Ich frage mich, vielleicht, wir haben ja ein Publikum mit einem sehr, sehr fundierten Wissen. Vielleicht kann uns das unterstützen, warum Fighting oder NFC die Amateurkämpfe nicht mehr so pusht. Das hat uns wirklich interessiert. Also wirklich, Weil es gibt also echt so starke Amateure. Nächste Woche zum Beispiel EMC. EMC am 30.09. Da sind Jungs auf der Fightcard, Amateure, die könnten 1 zu 1 direkt auf eine Profi-Maincard kommen, so weißt du? Echt richtig starke Jungs, erfahrene Jungs. Haben wir vielleicht auch so einen sehr amateurlastigen Blick, weil du selber noch Amateur kennst? Und weil wir auch mit Talent Watch auch oft Ich glaube, weil Amateure. wir mit zu vielen auch Kontakt haben. Allgemein, die Amateurszene in Deutschland wird nicht wirklich groß Ja, be. muss ich auch sagen, Alter. So, ich glaube, das war auch, ich bin mir nicht sicher, vielleicht haben die ihn auch irgendwie dann gepostet, auch so ein Marc-Philippe Ngadju, den wir jetzt hier schon gesehen haben, der auch Digga, der hat kämpft. bei Der hat Glory bei Glory Kickboxkampf gemacht in Kickboxen-Kampf. Paris
Und es wurde tatsächlich von Fighting auch was über Glory gepostet, aber er wurde nicht erwähnt. Ja, deswegen. Also, oder auch. Die Amateure werden in Deutschland noch nicht so beachtet, wie sie es eigentlich verdient hätten, weil ich meine, das ist die Zukunft des MMA-Sports, weißt du? Und da ist richtig was Gutes dabei. Da kommen echt gute Jungs nach, so. Weil es eigentlich schade, weil, ey, baut die doch jetzt auf, umso interessanter für die Leute in Zukunft, weißt du? Vor allem bindest du die Leute so in deine Organisation. Weil natürlich ist die Konkurrenz schläft nicht. Octagon ist immer präsenter in Deutschland. Du musst dir jetzt was einfallen lassen, um diese jungen Talente bei dir zu halten. Da ist halt die Amateurbühne somit das Beste, was geht. Vielleicht ganz kurz zum Event nächste Woche, wenn wir es schon ansprechen. Marc-Philippe Ngannou kämpft. Altin auch? Altin kämpft, glaube ich, auch. Genau, gegen einen starken Berliner. Enes, ein sehr guter Freund von mir, kämpft gegen Emir, der deutscher Meister geworden ist. Auch ein sehr also sind echt hochklassige Kämpfe. Furkan kämpft, den wir zuletzt bei Talent Watch vorgestellt haben. An sich bin ich auf die Fightcard echt gehypt. Ist schon fast so, als würde ich mir eine Pro-Card geben, ja. Darauf habe ich echt Bock. Brutal. Wo sind wir vorher stehen geblieben? Genau, du hast gefragt, warum es keine Amateurkämpfe mehr bei NFC gibt. Kommen wir vielleicht zu einem Kampf von einem Kämpfer, der Amateurkämpfe bei NFC gemacht hat. David Baleski zum Schwergewichtskampf. Was sagst du, Daniel? Da guckt man ja nochmal anders hin, weil man selbst auch Schwergewicht ist. Also was mir erstmal gefallen hat, ist, dass der Kampf nicht nach kürzester Zeit vorbei ist, sondern dass wir natürlich auch Zeit hatten, so beide Kämpfer ein bisschen zu analysieren. Safe. Wir haben jetzt 15 Minuten gesehen von zwei der talentiertesten Schwergewichte hier in Deutschland. Ich glaube, das kann man so sagen. Keiner hat enttäuscht. Also sind beides auf jeden Fall starke Jungs und auch Respekt. Beide gut gekämpft. Safe. Erstmal Glückwunsch an Baleski. Glückwunsch an David Baleski auf jeden Fall. Hat das super gemacht. Ist jetzt aber auch nichts, wo ich mir dachte, oh mein Gott. Also was ist das? So hat man also... Ja. Geh ich mit. Baleski souverän runtergekämpft, den Kampf. Auch stark gemacht, also wirklich... Gutes Fight-IQ, das habe ich mir so rausgestellt. Das hätte ich davon nicht erwartet. Schöne Kicks, schöne Frontkicks. Zu Beginn war wieder sehr wild, aber das war zu erwarten. Und auch an... Und da hat Schuster echt gut gegengehalten, beziehungsweise hat sich davon nicht dolle beeindrucken lassen. Das fand ich stark, ja. Ich hätte von ihm ein bisschen mehr erwartet. Ich habe aber auch schon zu dir gesagt beim Gucken, ich weiß nicht, ob ich Schuster überschätzt habe oder Baleski unterschätzt habe. Vielleicht hat... Ne, wer weiß, wie das Ganze im Käfig wirkt. Du hast noch in den Raum geworfen, dass Schuster echt noch jung ist mit 21 Jahren, also auch noch kein ausgewachsenes Schwergewicht. Ja, vielleicht fehlt das noch so ein bisschen an Power und so, die mit halt mit der Reife einfach kommt. Also ich will Schuster, glaube ich, hat eine große Karriere vor sich. Und guck mal, wir könnten jetzt sagen, du als etabliertes Amateurschwergewicht, Europameisterschaften, Medaillen geholt, Weltmeisterschaften, Medaillen geholt, deutscher Meister. Wir hätten jetzt auch so, weißt du, so ansagenmäßig, das ist scheiße, das. Ja, null. Aber da bin ich auch nicht der Typ für, muss ich sagen. Hundertprozentig, das ist auch, was ich meine, sondern ich freue mich, dass einfach Deutschland so stabile Schwergewichte am Start hat. Ist auch wichtig. Vor allem, was ich auch krass finde, was ich dann erst erfahren habe, die beiden Jungs haben jetzt noch nicht so heftig viele Profikämpfe gemacht und zählen schon zu den Top 5 besten Schwergewichtlern in Deutschland. Absolut. Überleg mal, da merkst du, wie dünn dieses Feld besetzt ist eigentlich. Deswegen, weißt du? Safe. Also so ein Baleski, muss ich sagen, man hat ja auch gesehen, wir hatten jetzt noch keinen persönlichen Kontakt zu ihm, haben wir auch gesehen, der macht viel Soziales so drumherum, scheint also wirklich ein cooler Typ zu sein. Die schweren Jungs sowieso immer, die das größte Herz. ja, safe. Wie gesagt, hat, glaube ich, bewiesen, und ich glaube, für ihn war das für beide Kämpfer einfach ein Reifeprozess, den die durch den Kampf gemacht haben. Fight IQ bewiesen, gezeigt, dass der Ruf, dass sie dem Ruf gerecht werden, so zu den besten Schwergewichten in Deutschland zu gehören. Aber für uns auch gut, um zu sehen, okay, das ist also. Alles klar, also wissen wir Bescheid. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt, was es mich quasi angeht oder uns beide. Mal sehen. Keine Angst, ich habe nicht vor, jetzt aktive Kämpfen. Naja, mal sehen, wie es läuft in Zukunft. Vielleicht trifft man aufeinander, vielleicht auch nicht. Ich weiß noch, ich habe gesagt, der Gewinner von beiden gegen mich. Jemand hat gefragt, ob ich das ernst meinte. Ey, ich
Ziel ist es gerade erstmal fit zu werden, dann das Profidebüt zu geben. Und dann sieht man alles. Dann schaut man, wie die Zukunft ist, wo die Jungs stehen, wo ich dann stehe. Das ist alles noch Zukunftsmusik. Also prinzipiell, ne, sage ich dir ganz ehrlich, ist es ja im Schwergewicht so, dass du relativ schnell international kämpfen kannst. Ja, das, ja. Weil die Konkurrenz nicht so groß ist. Auch großen Respekt, dass beide den Kampf gegeneinander gemacht haben, weil häufig ist es so, dass sich solche Leute aus dem Weg gehen. Prinzipiell, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, habe ich damals gesagt, als wir die Debatte hatten im Halbschwergewicht, wo wir die größten Talente aufgestellt haben, wo es einen Alexander Popek gab, wo es unseren guten Freund Emilio Kisur gab. Gute Besserung, Emilio. Gute Besserung an der Stelle. Also in Gewichtsklassen, die sowieso sehr dünn angesiedelt sind, dass man da quasi die deutschen Leute eher gemeinsam pusht, anstatt gegeneinander zu kämpfen. Ja. Und soll jetzt, also um Gottes Willen, wenn die kommen, dann kommen die dann, also putzen wir sie auch weg. So, das ist jetzt nicht das große Ding. Ja, sag sowas nicht, am Ende stehe ich im Käfig. Nein, bevor jetzt so Leute sagen, ja guck mal, die wollten, die suchen jetzt schon Ausreden, die nicht zu kämpfen. So, das meine ich nicht. Gut, so. Aber prinzipiell wäre es natürlich cool, wenn man sich so spät wie möglich sieht. Das ist so ein bisschen wie Sean und Max, also dass wir zwar beide mit denen freundschaftliches Verhältnis haben. Am Ende sehe ich es auch so, man muss in Deutschland dann auch irgendwann gegen die anderen kämpfen, um zu sagen, ich bin das beste deutsche Schwergewicht. Früher oder später wird es dazu kommen. Ja. Wer weiß, wo die Reise hingeht, außer einer der Jungs oder ich ist halt vorher in einer großen Organisation, wo man sagt, gut, ich bin jetzt, also was soll ich dich bei NFC kämpfen, wenn das ich bei Bellator, so, PFL, UFC kämpfen kann, sonst was. Absolut. Aber wie gesagt, alles Zukunftsmusik, darüber können wir uns in 2 Jahren unterhalten. Aber auf jeden Fall, was wir festhalten können, beide starke Kämpfe. Schöner Kampf. Walewski auch. War wirklich mal ein schöner Kampf zum Zukunft. Auch der beste Fight der Veranstaltung bis zu dem Zeitpunkt. Ja, bis zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Fand ich absolut. Und die haben gezeigt, dass das Schwergewicht auf jeden Fall lebt. Und ja, war einfach ein cooler Kampf. Hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht noch ein Kampf. Kommen wir auch noch zu etwas schwereren Jungs. Ich dachte gerade, scheiße, sind die Glühbirnen schon wieder kaputt. Aber dann ist mir eingefallen, ich habe das Licht ausgestellt. Fuck, ist das wirklich mitten in der Nacht? Es ist wirklich... Sieht man das? Menic gegen Magomedov. Menic gegen Magomedov. Menic. Ey, Hammer, der Typ, oder? Der ist durchgedreht. Der ist wirklich... Was ich so gesagt habe während des Kampfes, boah, du bist doch auch irgendwann deprimiert, erste, zweite Runde, wenn du nur am... gar nicht gejuckt. Digga, der hat trotzdem Kämpfe, hat bis zum Ende alles gegeben, immer versucht aufzustehen, mitzukämpfen, Hammer, ne? Sogar ein, zwei gute Aktionen landen können. Leider ist Magomedov einfach ein zu starker Ringer. Das gleiche Schicksal ist mir leider auch schon passiert. Es ist lustig, weil wir haben es 1-1 genauso gesagt, was jetzt auch keine riesen Überraschung war, weil es nicht so, dass wir das so krass analysiert haben, aber es war klar. Guck mal, der konnte so müde sein, wie er wollte. Das ist, du merkst, er macht Ring von klein auf und das sind Bewegungen, die kriegst du kriegst du nicht mehr rein. Also der war überragend. Was ein bisschen verrückt war bei dem Kampf, war, dass der Stoppage quasi mitten im Kampf, war das zweite Runde oder dritte Runde? Zweite Runde, glaube ich. Zweite Runde, ja. Wo alle schon dachten, okay, Magomedov hat gewonnen, vorzeitig durch TKO, Ground and Pound, aber dann waren es doch Schläge auf den Hinterkopf. Und es gab nur eine Ermahnung. Dementsprechend wurde dann weitergekämpft. Zugunsten von Menic natürlich. Dass er da auf jeden Fall nicht vorzeitig gefinisht wurde, sondern zumindest über Punkte das Ganze bringen konnte. War ein bisschen verrückt. Aber an sich ist halt schwer. Wie willst du schlagen, wenn der eine mit dem Kopf auf dem Boden liegt? Gegen ein paar vielleicht in den Nackenbereich, aber an sich glaube ich sehr nach Lehrbuch gelöst, glaube ich, ne? So wie sein musste, glaube ich. Ja. Safe. Also es waren Schläge auf den Hinterkopf. Kann man auf jeden Fall eine Ermahnung geben. Schwebt dir noch ein Kampf im Kopf, über den du reden Was heißt ein Kampf? Wir haben das doch schon angerissen, aber jetzt, wo nochmal alles so ein bisschen sacken konnte, die ganze Dreierkonstellation um Lascher herum, vielleicht nochmal ein kurzer Kommentar. Und ich finde, nicht nur weil er ein Kumpel von uns ist, das muss gesagt werden, verstehe ich auch nicht, weil damit rückst du einen teilweise ein bisschen ein schlechtes Licht. Ein Max Holzer hat den Kampf nicht abgesagt, weil er das Gewicht nicht geschafft hat, sondern weil er krankheitsbedingt raus war, mitten in der heißen Phase. Ja. Das wurde immer so dargestellt, als würde Adolf, dass Max Holzer das Gewicht nicht gepackt hat und dann Lascher auch nicht. Also Max war krank, also in der wichtigen Phase krank.
Das war der Grund und nicht das Gewicht per se. Das wollte ich auch noch mal rausstellen. Und irgendwie so im Nachhinein muss ich auch sagen, dass die ganze, also ich finde es immer mehr und mehr schade, weil Lasch hat ja auch ein Statement gemacht, was wir nicht hatten. Der hat bis zu 50% seiner Gage angeboten, hat er erzählt. Klar, 1,2 Kilo sind viel und wir haben jetzt sehr die Lascher-Brille auf. Ich hätte den Kampf trotzdem irgendwie gerne gesehen und ich sag mal so, hätte man, wie sagt man, Lust auf den Kampf gehabt oder hätte man unbedingt kämpfen wollen an Adolfs Stelle, hätte er auch in den Ring gekonnt, sage ich mal. Nochmal, kein riesiger Vorwurf, im Prinzip schlau und er hat das Recht dazu. Das wollte ich vielleicht auch nochmal trotzdem gesagt haben. Kann man so auf jeden Fall mal loswerden. Was ich noch verrückt fand, ich habe in dem Video gesagt, wo wir die Absage von Lasham bei Rami kurz ein bisschen kommentiert haben, dass ich den Kampf Agaye gegen Barami auf jeden Fall sehen werde und ich denke, alle Zuschauer auch. Agaye sagt jetzt, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße und auf einmal fordert Max Heine Benny Barami raus. Digga, was ist denn? Das war echt schon wieder ein blöder Call, Alter. Ja, safe. Und jetzt, wir haben wieder so einen smarten Kollegen in der Kommentarabteilung gehabt. Da sagt einer... Kommentierst du eigentlich einen? Ich antworte eigentlich immer. Sorry, wenn das manchmal einen Tick zu lange dauert. Ich weiß nicht, wer das war. Einer hat kommentiert, dass Agaye wohl kämpfen wollte, aber dann Agaye nicht mehr. Dass wer kämpfen wollte? Bayrami. Bayrami wollte kämpfen. Wollte dann doch noch kämpfen. Irgendwie. Oder hat da bestimmt auch irgendwas... Also ich habe es jetzt nur, was ich so beim Durchhuschen kurz gesehen habe. Und dass dann Daniel Agaye dann doch nicht wollte. Keine Ahnung, ob das stimmt. In welchen Telegram-Gruppen bist du unterwegs? Er guckt bei uns unserem YouTube-Channel auf den Kommentaren. Ich glaube, da müsste das sein. Ja, verrückt. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Weil es würde jetzt, ne, vernetztes Denken, Alter, gerade so diese kleinen Schräubchen kommen ineinander. Es würde ja Sinn machen, dass dann quasi ein Neuer kommt und sagt, okay, jetzt mache ich das. Weil Daniel Agaye dann auch gesagt hat, nö, scheiß auf den. Aber okay. Verstehe ich nicht. Also dann scheiß doch, also keine Ahnung. Ja, Mann. Irgendwie bisschen so, wie sagt man, ist gerade der Wurm drin in so in den ganzen Konstellationen. Der will dann nicht gegen den und der schafft dann doch nicht das, weißt du, das ist so schwer. Das ist wirklich verrückt, Alter. Schwer einzuordnen. Was, oder besser gesagt, wer das Ganze schon mehrmals durch hat wahrscheinlich in seiner Karriere und nach... Wie viel waren es? 50, 60 Profikämpfen. Heute vor ein paar Stunden sein... über 20 Jahren auf jeden Fall Profi. Über 20 Jahren. Eine absolute MMA-Legende in Deutschland und auch international. Daniel Weichler seine Karriere beendet. Bei Bellator in Dublin hat Daniel Weichler, wie gesagt, die Handschuhe auf den Boden gelegt und damit die aktive Karriere beendet. Ich finde, sowas muss immer erwähnt werden, weil der Mann ist eine absolute Legende in dem Sport. Safe, safe. Ich überlege gerade, wir haben Daniel Weichel auf jeden Fall auch erwähnt, als wir über die Top 5 besten deutschen MMA-Kämpfer gesprochen haben. Ja, musst du machen. Daniel, wirklich Legende. Er mit Deutsche Peter Sobotta. Genau, die beiden waren immer so, boah, wo ich sage, deutsche MMA-Legenden. Ja, heftig. Eine Ära geht zu Ende auf jeden Fall. Eine Ära geht zu Ende. Es ist quasi jetzt der Durchbruch der neuen Generation, oder der muss jetzt erfolgen, wie sie auch immer heißen. Ich glaube, wir sind da gut bewappnet. Dementsprechend haben wir noch irgendwas ausgelassen. Eins wollte ich noch sagen, oder hast du noch thematisch? Ich wollte gerade sagen, mir fällt nichts mehr ein. Die Vlogs, die werden jetzt regelmäßiger kommen. Schreibt uns doch gerne mal rein, nachdem wir jetzt auch wissen, was euch beim letzten Vlog gefallen hat oder nicht. Versuchen, den Ton zu verbessern und die Pieps nicht mehr so häufig reinzunehmen. Das war ein Wunsch. Mal gucken, inwieweit wir das berücksichtigen werden. Schreibt uns mal Ideen rein, was ihr sehen wollt. Wir wollen jetzt nicht einfach nur, keine Ahnung, wie Tom 5 Minuten Sandsack haut und danach kaputt ist. Das wollen wir nicht nur mit drin haben, sondern wir wollen auch ein bisschen was Kreatives machen, aber natürlich unser Metier nicht verlassen. Also schon irgendwie Kampfsportbezug haben. Schreibt gerne mal rein, falls ihr da Ideen habt, also hilft uns beim Kreieren toller Ideen, bei welchen Schweinereien ihr Tom so sehen wollt. Schreibt bitte keine Scheiße, Mann. Ich hab keinen Bock. Ich verkaufe hier nicht meine Werte und meine Seele. Der Zug ist abgefahren. Nein. dementsprechend, ich hoffe, wir waren halbwegs zu ertragen. Honoriert das. Ich wollte ein Like da. Safe.
Wir gehen nämlich jetzt Börek essen mit Florian. Und wünschen euch einen schönen Sonntag. Dem ganzen Planet Eater feiert noch schön. Brutale Vorstellung. Ich schneide jetzt das Video fertig, damit ihr das Ding um 10 Uhr raus kann. Ja, und dann mache ich Sonntag einen langen Mittagsschlaf, damit ich besser wieder klarkomme. Freunde, vielen, vielen Dank. Supportet den Channel. Liken, abonnieren, kommentieren. Sehr stabile Community, beste Kommentare. Haut rein. Mach's gut. Ciao, mach's gut, Leute. Ciao.